Am Mittwochnachmittag meutete der Oberbürgermeister von Filderstadt, Christoph Traub, sein Auto ein. Der Grund dafür ist, er will als Beispiel vorangehen und ganze 3 Wochen auf sein Auto verzichten und stattdessen auf das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Er nimmt damit an der bundesweiten Aktion Stadtradin und der Sonderkategorie Stadtradin Star teil. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, wurde sein Auto in der Rathaustiefgarage von Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing angekettet und abgedeckt, damit es in der Zeit nicht ganz so verstaubt. Den Schlüssel übergab er an Helmut Dvoracek, Justiziar der Stadt Filderstadt. Er wird ihn die 3 Wochen sicher aufbewahren. Christoph Traub schilderte uns kurz, wie er sich nun fühlt. Als ich ursprünglich für die Aktion entschieden habe, war das eine sehr leichte Entscheidung. Aber je näher der Tag kam, das Auto tatsächlich abzugeben, habe ich mich gefragt, ob das eine wirklich gute Entscheidung war. Heute muss ich sagen, fällt es in der Tat schwer, weil ich nicht weiß, wie im Alltagsverkehr tatsächlich das ist, umzusteigen und aufs Fahrzeug, auf den eigenen PKW komplett zu verzichten. Das gebe ich offen zu, dass ich versucht habe, den Kalender entsprechend vorzubereiten auf die 3 Wochen. Das funktioniert aber nicht. Es gibt der Tagesablauf und der Kalender leider nicht her. Das heißt, es werden einfach die Anfahrtszeiten werden natürlich ein Stück weit geplant, dass die sich verlängern. Ansonsten bleibt der Tagesablauf erhalten, wie er bisher auch war. Ich darf in keinem Kraftfahrzeug mitfahren, auch nicht als Beifahrer. Das Einzige, was erlaubt wäre, wäre der öffentliche Personennahverkehr. Das heißt, Auswärtstermine werden natürlich irgendwann mal mit Bus und Bahn zu erledigen sein. Aber alles, was innerorts ist oder in den umliegenden Kommunen, das ist der Anspruch, wird mit dem Fahrrad zurückgelegt. Ziel ist, aufmerksam zu machen, dass es Fahrrad alltagstauglich ist und ein Stück weit noch den Klimaschutz in Filderstadt voranzubringen. Die Aktion Stadtradin wird in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland durchgeführt. Einige Ziele sind, privat und beruflich möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen, einen Beitrag zum Klimaschutz leisten, Gesundheitsaspekte und natürlich Spaß zu haben. In der Zeit vom 6. bis 26. Juli 2017 wird in Filderstadt geradet. Christoph Traub wird in einem Blog, der unter stadtradin.de zu finden ist, seine Erfahrungen aufschreiben.